So, willkommen zum dritten Part meiner Karriere mit Atletico Madrid. Ja, in diesem Part ist dann das Rückspiel zu Hause gegen Real im Derby. Ja, im Hinspiel haben wir 1-0 gewonnen im Santiago Bernabeu, was ein richtig starker Auftritt von uns war, denn viele Neuzugänge sind hier dabei, Pjanic, Thiago, Williams. Zum Rechtsverteidiger habe ich hier noch eine Anfrage gemacht, ich zeige auch mal zu welchen. Malou heißt der, Malou. Warte, man sieht hier, da der Spieler wartet, also die Verhandlungen laufen noch. Würde ich gerne haben, aber das Dumme ist, wir haben nur noch 6 Millionen und hier verkauft sich irgendwie keiner. Gabi zum Beispiel ist 12 Millionen wert. Wenn wir den verkaufen, dann hätten wir wieder richtig, richtig Kohle. Ja, muss man warten. Ich denke, ich werde dann auch in dem Spiel einwechseln, dass er... Ja, weil dann werden andere Vereine nochmal auf ihn aufmerksam. Ist wirklich so in FIFA auch so richtig geil gemacht. Ja, und jetzt kommt das Spiel gegen Dings Real Madrid im Rückspiel, aber Cher ist ja neu gekommen im letzten Part am Schluss. Jimenez hat eine starke Partie gegen Real Madrid gemacht, aber kommt jetzt auf die Bank. Denn eigentlich ist das so geplant, Cher und Godin Stamminverteidiger. Aber wenn Jimenez irgendwie besser spielt als irgendjemand, dann kommt er natürlich auch ganz rein, ganz klar. Ist mir egal, wer hier bessere Gesamtstärke hat, wer besser spielt. Der spielt, ganz einfach ist das. Auch hier Oblak und Moya werden sich auch einen Kampf liefern. Und dann geht es jetzt gleich rein gegen Real Madrid im spanischen Supercup-Finale. Wenn wir, ja, uns reicht jedes Unentschieden. Reicht uns und dann gehen wir jetzt rein gegen Real Madrid zu Hause. Jetzt also das Rückspiel gegen Real Madrid. Wir kommen hier nach Hause mit einem Sieg im Bernabeu, im Santiago Bernabeu, mit einem 1-0 Sieg durch den Treffer von unserem Neuzugang Thiago. Und ja, wir warten noch auf die Aufstellungen. Die Musik, die ich am Anfang laufen lassen habe, finde ich relativ geil. Da habe ich sie einfach mal laufen gelassen. Jetzt sehen wir die Aufstellung von uns. So werden wir spielen. Es ist genau dieselbe Elf wie im letzten Spiel, nur Fabian Scher ist neu dabei. Für Jimenez, der ist auf der Bank, und so sieht unsere Elf aus. Also ein sehr, sehr starkes Team. Und um diesen Pokal geht es hier, den spanischen Supercup. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Das wäre der erste Titel und dann ein super Saisonstart, muss man ganz klar sagen. Aber ein 1-0 Hinspiel ist zwar gut, aber natürlich noch längst keine Sicherheit gegen dieses Team. Sergio Ramos, Varane, Kuntrau, Abeloa. Ja, ist die Defensive eine wirklich starke Defensive. Und die Offensive ist natürlich auch stark mit Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale. Da hat man gerade alle gesehen. Kroos sieht man auch noch und Agüero ist auch auf der Bank. Da sieht man unseren Topmann Griezmann. Auf den werden wir auch hoffen. Und dann geht es jetzt rein im Kracher im Rückspiel gegen Real Madrid. Das krasse, krasse Derby. Pjanic. Auf Koke. Thiago. Mit einem Superball auf Thuram. Thuram geht ganz stark vorbei. Thuram mit der Flanke, Mandzukic, aber Pjanic, die erste Chance. Aber stark gehalten. Groß. Benzema! Die erste Chance, Real Madrid. Durch Karim Benzema. Groß. Auf Karim Benzema. Der spielt auf Bale, Cher kommt nicht hinterher. Toni Groß! 1-0 nach 18 Minuten. Toni Groß. Macht ihn, das war sehr, sehr stark gespielt. Und das ist dann einfach schwierig zu verteidigen. Und somit ist alles wieder offen. Bitte, aber wir geben natürlich noch längst nicht auf. Ganz klar, ist noch alles drin. Aber das war stark von Real Madrid. Sie können Fußball spielen, das ist klar. Bale, man sieht es hier, das ist sehr, sehr stark gespielt. Und dann Groß macht ihn natürlich rein. 1-0, also insgesamt jetzt 1-1. Mandzukic, aber vielleicht haben wir jetzt hier eine Chance. Thuram zieht in die Mitte. Thuram ganz stark von Arda Thuram, 1-1. Arda Thuram mit einem klasse Solo und macht hier den Ausgleich. Und somit führen wir jetzt insgesamt 2-1. Ganz, ganz stark von Arda Thuram. Man sieht es hier. Macht den Job, bam. Und bam. Kassier sieht mehr als schlecht aus. Ich weiß nicht, was das war. Den muss er halten.
Iker Casillas mit dem Fehler, aber trotzdem stark von Arda Turan. 1:1 und somit liegen wir jetzt insgesamt vorne. Boah, krasser Fehler. Toni Kroos, Oblak hält den. Das darf uns nicht passieren, so ein Fehlpass. Toni Kroos, wir wissen alle, wie der schießen kann. Und jetzt ist Halbzeit 1:1. Es ist ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Arda Turan mit dem Ausgleich. Zwar ein krasser Fehler von Casillas, aber uns juckt das nicht. 1:1 somit. Ja, somit wären wir im Moment weiter, wenn es so bleiben würde. Und ich wechsle Gabi für Thiago ein. Thiago macht keine schlechte Partie, aber ich will Gabi Spielpraxis geben, dass er vielleicht in eine Form kommt und dass ein Verein ihn dann irgendwie kauft, weil er ist 12 Millionen wert. Das wäre nochmal richtig gutes Geld, das wir brauchen. Aber wir machen eine starke Partie, aber auch Real Madrid spielt sehr, sehr gut nach vorne. Aber es war so zu erwartet. Aber es ist ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Dann geht es jetzt weiter. Im Moment sind wir weiter, wenn es so bleibt. Das ist ein Toni Kroos. Bale. Wir kommen nicht in den Zweikampf. Bale. Wow. Modric. Abeloa. Benzema. Oblak. Gabi. Sie Turan. Und Turan aber. Casillas hält den. So, 70 Minuten gleich gespielt. Ja, es wird nochmal sehr, sehr spannend jetzt. Wir werden Correa für Mandzukic. Und, Torres für Griezmann. Und ich werde Gabi ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Nämlich so. Und dann geht's weiter. Einfach mal beide Stürmer neu drin. Torres und Correa. Isco. Isco mit dem Ball auf Kun Agüero. Und ganz stark von Fabian Scheer. Sein erstes Spiel und er macht ein überragendes Spiel. Jetzt aber schlechter Abwurf vom Torwart, kein Foul hier, aber stark gehalten, stark dazwischen von Fabian Scheer, ganz, ganz stark. 85 Minuten jetzt gespielt, jetzt lasse ich es durchlaufen, den Schluss. Oh mein Gott, Riesenfehler hier. Cristiano Ronaldo mit dem 2:1 für Real. Und somit wäre Real Madrid der Gewinner und würde den spanischen Cup gewinnen. Es ist extrem bitter, wie das jetzt zustande kam. Den macht er natürlich rein. Somit 2:1 Führung für Real Madrid. Ja, bitter. Bitter, bitter, bitter. Sie werden jetzt weiter, weil sie halt zwei Auswärtstore geschossen haben. Wir haben nur eins geschossen auswärts. Aber vielleicht geht hier noch was. Totaler Angriff natürlich jetzt. Pjanic. Es ist extrem bitter, aber man kann nicht jetzt rumholen. Man muss weiterspielen. Correa. Auf Turan. Turan. Auf Pjanic. Auf Correa. Auf Torres. Das kann nicht sein. Casillas mit einer Glanzparade. Ganz, ganz starker Spielzug. Und dann Casillas hält den Weltklasse. So, gucke. Fabian Scheer kommt nicht dran. Unser Torwart. Auch nicht. Juan Fran. Gewinnt den Kopfball. Das ist so ein Quatsch hier. Der Torwart läuft den Weg. Naja, EA weiß schon, was sie können. Isco jetzt mit dem langen Ball auf Ronaldo. Juan Fran ganz stark. 4 Minuten nur Nachspielzeit. Okay, bei 3 Toren in einem Spiel in einem Finale gibt es 4 Minuten Nachspielzeit. Es muss eigentlich 5 sein, aber ist auch egal. Abeloa. Kriegen wir nochmal den Ball oder nicht? Nein, das war's angeblich. 4 Minuten so schnell vorbei und wir verlieren also im spanischen Supercup-Finale. Es ist extrem bitter, aber es ist auch nur halb so schlimm, muss man ehrlich sagen. Aber ich bin total zufrieden mit meiner Leistung, mit unserer Leistung, unserer Mannschaft. Und Real Madrid tut sich den Pokal also. Extrem bitter. Vielleicht nicht unverdient, aber naja, unverdient eigentlich schon. Wir haben besser gespielt, aber Real Madrid hat dann eben die Spieler wie Ronaldo, Bale. Und wenn sie einen Agüero auf der Bank haben, den sie einfach mal einwechseln können, dann ist das auch okay. Real Madrid gewinnt den spanischen Cup. Trotzdem bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben in Madrid 1:0 gewonnen. Zu Hause 2:1 bitter verloren, aber das ist unterm Strich vollkommen in Ordnung. Und ich bin jetzt auch nicht sauer oder so. Man sieht es hier 2:1 Niederlage und 1:0 Sieg. Und dann im Saisonauftakt geht es wieder gegen Real Madrid. Also wir werden die nicht los. Aber da werden wir uns auf jeden Fall rächen. Da werden wir 1000% geben, um die zu schlagen. Denn das war ein unnötiger Sieg
von Madrid, von Real Madrid und Hugo Malo akzeptiert und damit kommt er, aber wir können ihn nicht annehmen. Scheiße, Mann, da müssen wir einfach warten, ne? Ich simuliere noch ein paar Tage, aber ich beende auch gleich das Video, aber extrem bitter natürlich die Niederlage, aber ist jetzt auch nicht der größte Titel, aber natürlich wäre es schön gewesen, hätten wir gewonnen, aber man kann nichts machen. Und dann gleich wieder im Saisonauftakt gegen Real Madrid, also das ist natürlich auch bitter. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Man kann nicht immer gewinnen, aber ist auch nur halb so schlimm. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder gegen Real Madrid, aber diesmal im Saisonstart. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, tschüss.